Der Herr spricht, wenn er aufschreibt, die Völker, die sind hier geboren. Ihr Lieben, ich grüße euch zu einer neuen Woche und zu einer neuen Folge von Morgenmut mit Psalm 87, Vers 6. Und auf den ersten Blick ist der Vers vielleicht etwas kryptisch, aber wenn man sich den Psalm anschaut, wird es ein bisschen klarer. Die Söhne Korachs singen hier ein Loblied eigentlich auf den Zion, auf die Stadt Jerusalem, auf die Stadt, in der Gott seinem Volk begegnen will. Und dann weiten sie den Blick auf die Völker um Israel herum. Und da ist von Ägypten die Rede, von Babylon, von Äthiopien, von Völkern, die Israel oft feindlich gegenüberstanden. Und dann heißt es, von denen wird man sagen, die sind hier geboren. Und dann eben unser Vers, wenn der Herr aufschreibt die Völker, wird er sagen, die sind hier geboren. Und ich glaube, es geht hier um eine Zukunftsperspektive aus der Sicht der Psalmbeter, nämlich in unsere Zeit. Eine Zeit, in der Menschen aus allen Völkern Jesus Christus kennenlernen, ihn anbeten und Leben finden in ihm. Und neu geboren werden, so hat Jesus das gesagt. Wenn du nicht von Neuem geboren wirst, wirst du nicht ins Reich Gottes hineinkommen. Und in der Sprache des Alten Testamentes heißt das dann geboren in Zion. Also geboren in der Stadt Gottes. Du bist eigentlich kein Babylonier mehr oder Ägypter oder sonst irgendwas, sondern du bist einer von denen aus Zion, von denen aus der Gottesstadt. Du bist von ihm geboren. Und diese Einladung gilt jetzt für Menschen aus allen Völkern, aus allen Generationen, aus allen Lebenssituationen. Gott sammelt sich ein Volk aus allen Völkern. Wir dürfen dazugehören. Und ich will dich einfach fragen, bist du dabei? Wenn du dir solche Videos anguckst, dann ist da eine gewisse Chance, dass du dich ja schon damit beschäftigst auf jeden Fall. Aber hast du dieses neue Leben empfangen, was Jesus Christus schenkt? Dass du sagen kannst, ja, ich bin aus ihm geboren. Ich kann sagen, wie es dann in dem Vers 7 heißt, alle meine Quellen sind in dir. Ich habe dieses Leben in ihm und ich gehöre zu dieser neuen Familie, zu diesem neuen Volk aus allen Völkern. Wenn ja, herzlichen Glückwunsch und ich freue mich, dass wir gemeinsam auf dem Weg sind. Und wenn nein, du kannst heute Teil seiner Familie, Teil seines Volks werden. Er heißt dich herzlich willkommen in seiner Familie. Und Herr, wir danken dir, dass du mit ausgebreiteten Armen vor uns stehst. Dass du sagst, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und dass du jedem und jeder neues Leben schenken willst, die sich dir anvertrauen. Ich bete jetzt für jede Zuhörerin, für jeden Zuhörer, die dieses neue Leben noch nicht empfangen haben von dir, dass sie sich ausstrecken nach dir und dass sie es empfangen, was du ihnen schenken willst. Danke, Herr, dass wir zu dir gehören. Danke, dass wir zu deinem Volk gehören. Danke, dass wir Leben haben. Danke, dass alle unsere Quellen in dir sind. Amen.